Und wie schreibe ich nun? Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Und vielleicht hast du dich schon mit dem Thema Bücherschreiben beschäftigt und dir Gedanken gemacht, wie du eine gute Idee findest, geplant, was du eigentlich schreiben möchtest, vielleicht sogar überlegt, was ein gutes, gesundes Mindset ist als Autor, als Autorin. Und langsam stellst du dir die Frage, und wie schreibe ich das Buch nun eigentlich? In dieser Serie zum Thema Bücherschreiben gibt es verschiedene Phasen, über die ich spreche. Die Ideenfindung, die Planung, die Recherche, und jetzt sind wir endlich beim eigentlichen Thema, dem eigentlichen Schreiben. Das heißt, es geht um die Schreibphase. Und ich habe dir 8 Punkte mitgebracht, 8 Aspekte, die dir dabei helfen, diese Schreibphase, das eigentliche Schreiben, zu einem Erfolg werden zu lassen. Bereit? Dann legen wir direkt los. Aspekt Nummer 1. Dein Schreibhandwerk, die Weiterentwicklung deines Schreibhandwerks. Sieh das als etwas an, was kontinuierlich vonstatten geht. Das heißt, überleg dir bitte nicht, oh, ich kann mein Buch noch nicht schreiben, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch dies und das und jenes lernen und irgendwann, wenn ich da und da angekommen bin, dann setze ich das in die Tat um. Denn die Gefahr, dass du so niemals dein Buch schreiben wirst, ist immens groß. So vertagen wir immer und denken immer, okay, es muss noch dies geschehen und das geschehen und jenes geschehen und nähren somit immer den Glauben an den Satz, ich bin nicht gut genug. Viel hilfreicher, wenn du dein Schreibhandwerk, das heißt die Baustellen, die Dinge, die du noch lernen möchtest, die Aspekte, die vielleicht noch nicht so gut laufen, weiterentwickelst, während du an deinem Buch schreibst. Das ist 1000-mal hilfreicher. Denn so kannst du ja genau nach deinen Schwachstellen schauen. So merkst du genau, was schon gut funktioniert und wie, auf welche Weise du das noch weiterentwickeln kannst. Also Schreibhandwerk parallel zur Arbeit an deinem Buch beim eigentlichen Schreiben weiterentwickeln. Tipp Nummer 2. Einfach drauf losschreiben. Frei schreiben. Das heißt, gib, egal wie du dich organisierst, egal wie viel oder wenig du geplant hast, diesem freien Schreiben einen Raum. Damit meine ich, nicht alle paar Wörter wieder löschen und überlegen, ist es das richtige Wort, nicht die ganze Zeit daran festkleben, ah, das und das habe ich geplant, so muss es sein, sondern loslassen. Ganz egal, wie viel du geplant hast beim eigentlichen Schreiben, loslassen. Ganz egal, was du dir vorgenommen hast. Wenn du sagst, ich möchte weniger Adjektive verwenden, ich möchte treffendere Bilder nutzen beim Schreiben, ich möchte richtig spannend schreiben, lass beim eigentlichen Schreiben los. Nicht, weil es egal ist, was du dir vorgenommen hast, sondern weil es wichtig ist. Du hast es dir ja ohnehin vorgenommen. Du hast sowieso gelernt, wo deine Baustellen sind und welche rhetorischen Mittel oder Figuren du noch mehr anwenden möchtest. Das ist alles da. Du wirst es bloß nicht richtig gut umsetzen können, wenn du nicht loslässt. Denn dann nutzt du deine Assoziationskräfte, dein kreatives Potenzial und all das, was du im Theoretischen gelernt hast, fließt in dein Schreiben ein. Und dann kannst du ja im nächsten Schritt wieder draufschauen. Aber wichtig, beim eigentlichen Schreiben loslassen, gib dem freien Schreiben eine Chance. Dritter wichtiger Punkt, feste Schreibzeiten. Lass es nicht zu beliebig werden, sonst wirst du es nicht schaffen, dein Buch zu Ende zu schreiben. Mach feste Schreibzeiten mit dir selbst aus. Nimm zum Beispiel einen Terminkalender und notiere dir da ganz genau, wann du einen entsprechenden Termin mit dir hast. Nimm dir bestimmte Tage, bestimmte Stunden, bestimmte Zeiten in der Woche vor. Vereinbare das mit dir. Bring da Verbindlichkeit rein. Der große, große Vorteil ist, dass du dein Schreiben und deine Vorhaben damit wertschätzt. Du gibst dem eine Wichtigkeit damit. Du schätzt dich selbst damit wert und das ist von unschätzbarem Wert. Weiter Punkt, vierter Tipp. Gute Ziele. Nimm dir gute Ziele vor. Ein gutes Ziel ist nicht, heute schreibe ich 2 Stunden. Ein gutes Ziel ist viel eher, heute schreibe ich 1000 Wörter.
Ja, ein gutes Ziel ist motivierend, ist zugleich realistisch und ist überprüfbar. Das heißt, du kannst danach gucken, habe ich das Ziel erreicht oder nicht. Vielleicht war das Ziel zu hoch gesteckt, dann setzt du es dir tiefer. Vielleicht war es zu tief gesetzt, dann musst du es dir höher stecken. Aber wichtig ist, dass du genau schauen kannst, habe ich das Ziel erreicht und dass es vor allem in deiner Kraft liegt, das Ziel zu erreichen. Also Ziel, ich schreibe einen Weltbestseller, keine gute Idee. Also wäre schön, aber es ist keine gute Idee als Ziel. Denn ist vielleicht motivierend, aber wenn du merkst, klappt nicht, ist es auch super demotivierend und es liegt halt echt nicht nur in deiner Hand. Das heißt, nimm dir ein Ziel vor, das motivierend ist, das klar ist, dass du überprüfen kannst und dass du selbst erreichen kannst. Das ist total wichtig und ganz wichtig für diese Schreibphase, um da freudig und motiviert dabei zu bleiben. Tipp Nummer 5. Wechsel zwischen Schreib- und Planungsebene. Ich spreche die ganze Zeit von der Schreibphase. Mir ist es aber wichtig, dir klarzumachen, das ist keine Phase, die ganz streng abgeschlossen sein muss, wenn du dein Buch zu Ende geschrieben hast. Und es ist auch keine Phase, die bedeutet, dass du nicht mehr zurück darfst. Ja, ich habe im ersten Video dieser Videoserie ja die unterschiedlichen Phasen erläutert. Ideenfindung, Recherche, Planung, eigentliches Schreiben. Wenn du beim eigentlichen Schreiben merkst, du steckst fest, es geht nicht weiter. Du leidest unter einer Schreibblockade. Du schreibst immer das Gleiche und weißt nicht mehr, was deine Struktur ist. Oder du kannst überhaupt kein Wort mehr zu Papier bringen. Dann geh zurück auf die Planungsebene, denn es hat einen verdammt guten Grund, wenn das so ist. Meistens hat es einen verdammt guten Grund. Und dann musst du erst diesen Grund herausfinden und dann kannst du dich wieder ins Schreiben stürzen. Das heißt, Tipp Nummer 5, wechsel gezielt zwischen Schreib- und Planungsebene hin und her, wenn es sein muss und wenn es nötig ist. Tipp Nummer 6, Austausch mit Gleichgesinnten. Super motivierend. Du siehst, dass andere ähnliche Herausforderungen haben, wirst verschiedene Schreibstile kennenlernen, dich austauschen und von den Erkenntnissen anderer Autorinnen und Autoren lernen. Und vor allem kannst du über dein Projekt reden und bist damit nicht mehr allein. Und manche Erkenntnis kommt auch, wenn wir drüber sprechen. Du kannst Textauszüge anderen vorlesen und ähnliches. Wo machst du das am besten? Schreibseminare, super Möglichkeit. Es gibt auch Schreibgruppen in vielen Städten. Einfach mal in Suchmaschinen eingeben oder zur Not auch im Internet, Videokonferenzen und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich so unendlich viele Möglichkeiten und es ist so wahnsinnig motivierend. Wichtig, du musst nicht zwangsläufig mit den Erstbesten zusammenarbeiten, sondern guck wirklich danach, wer gibt ein gutes Feedback, habe ich auch vor, mein Video dazu zu machen, wo ist ein wertschätzender Umgang, was motiviert dich wirklich? Sei da ehrlich, du musst gar nichts, du kannst aber, wenn du die richtigen Leute findest, wahnsinnig davon profitieren. Vorletzter Schreibtipp, die Motivation. Elementar wichtig für deine ganze Schreibphase. Das heißt, wo möchtest du am Ende hin mit deinem Projekt? Visualisiere dein Ziel, visualisiere deine Vorstellung, wie vielleicht dein Buch am Ende aussehen kann. Mal dir ein Buchcover und häng's an die Wand. Das ist egal, ob das am Ende so wird. Ja? Aber es ist motivierend und es zeigt dir, wo du hin möchtest. Es kann auch eine Logline sein oder die Prämisse oder die Hauptfragestellung oder das, worum es dir geht, wenn du ein Sachbuch schreibst, was du der Menschheit mitgeben willst, was deine Mission. Mach es groß, mach es stark. Da kommt deine Kraft her, die dir dabei hilft, in dieser Schreibphase dabei zu bleiben und zwar möglichst täglich. Letzter Tipp, um deine Schreibphase gut und gelungen zu gestalten. Tipp Nummer 8, such dir professionelle Unterstützung, falls notwendig. Falls du merkst, du steckst fest und du bist nicht so zufrieden mit deinem Schreiben, dann sag dir nicht, ist so, ist Gott gegeben, ich kann nichts dagegen ändern, sondern stell fest, okay, du kannst dir Hilfe holen, wenn das nötig ist und manchmal reichen da schon 1-2 Stunden aus, um den Blick zu schärfen, um zu erkennen, was dein Projekt noch braucht oder vielleicht auch, dass es nicht das richtige Projekt ist. Also schäm dich da nicht, sei da nicht so schüchtern, sondern sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du merkst, du wünschst dir die Unterstützung und du brauchst sie, dann hol sie dir auch. Das hat auch was mit Selbstwertschätzung zu tun.
so dass dir dein Projekt entsprechend wichtig ist, kostet dann auch den einen oder anderen Euro unter Umständen, hat aber auch was mit der Bereitschaft zu tun, welchen Stellenwert du dem zuerkennst. Meinst du es wirklich ernst damit, dass du ein Buch schreiben willst? Bist du wirklich bereit, dafür auch was zu geben, an Energie, an Zeit und vielleicht auch an ein bisschen Geld? Oder ist es gar nicht so ernst gemeint? Das entscheidet sich unter anderem auch an dieser Frage. Das waren meine 8 Tipps für deinen gelungenen Schreibprozess. Jetzt der allerwichtigste, Tipp Nummer 9, ist aber eigentlich immer Tipp Nummer 1. Fang damit an, probier die Sachen aus, setz dich hin, am besten gleich, ansonsten morgen, und leg los mit dem Schreiben und du wirst feststellen, welcher Tipp dir davon was bringt und welcher nicht so. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Immer Tipp Nummer 1 über allen anderen. In diesem Sinn, viel Freude beim Ausprobieren, und wenn du noch mehr Begleitung und Ratschläge benötigst, dann findest du die auf schreibenundleben.de, schreibenundleben.de. Dort unterstütze ich dich mit vielen weiteren kostenfreien Hinweisen und Tipps in deinem und bei deinem Schreiben. Bis dahin.